Herzlich willkommen zurück zu Lightning Returns. So, wir müssen immer noch die Zahlen suchen und ja, wir machen es einfach mal weiter. Vielleicht finden wir ja irgendwo mal endlich diese Zahlen. Es ist ja auch schon 21:30 Uhr. Oh Gott, Gott. Hoffentlich schaffen wir das, überhaupt die ganzen Zahlen noch rechtzeitig zu finden. Wo geht's hier eigentlich hin? Ach, das ist jetzt also das Stadtzentrum der von Luxerion. Und wo ist die Schatzkiste? Toll, zwischen 0 und 6 Uhr kann man hier erst eintreten. Boah, was weiß ich, ich kenne keinen guten Arzt hier. Oh, ein Hündchen. Hallo. Ach, schade, Mensch. Jetzt fällt mir ein, hätten wir noch einen gewissen treuen Freund, könnten wir ihn da hochschmeißen. Ne? Es gibt ja bestimmt welche, die wohl jetzt genau wissen, wen ich meine. Unseren kleinen, süßen Moog. Der hätte uns jetzt helfen können. Aber so leider nicht. So, was steht denn hier rum? So, dich mach mal fertig. Und ausweiten. Und ja, toll. Gut, wer erledigt? Und die Bevölkerung ist nun wieder sicher. Mehr oder weniger. Siebner, wer bist du? Sorry, I'm out of wares. Today I'm here as a customer, just like you. It's not the safest place in the world, but you can get almost anything here. And the price is always right. Ah, okay. We're known for our original array of goods. Ach, du hast diesen Xiaolongui-Panzer. Mann, den würde ich gern kaufen. Verdammt. Ja, komm, kauf. Xiaolongui-Panzer. I see you're a woman who knows exactly what she wants. It's a mighty fine product, that one. This is used for only the finest medicines. I was afraid I'd never be able to sell this baby. Thank goodness you came along to change that. It's a little rich for most folks. To thank you for your patronage, I'll let you in on a little secret. I run a legit business, as you can see for yourself. But I do have some, shall we say, friends in the Warren. I'm listening. I see I've caught your interest. I sensed that you were looking for something. Just don't delve too far into that area. You don't know what kind of people you'll run into. But if you do decide that you want to go in and out as you please, I can be of some assistance. Hammergeil, gut, dass ich das Ding gekauft habe. Thank you very much. Ach komm, gib mir deine Seele als Danke. Verdammt, das hört sich so falsch an. Gib mir deine Seele, ich bin der Teufel. So, ah, oh, warte, was ist jetzt eigentlich dieser Longui-Panzer? Da ist es im Inventar. Oh Gott. Longui-Panzer, was ist das? Was ist der denn? Wo ist der denn? Oh, ein wichtiger Gegenstand. Was ist gedacht für eine Band Erde und noch ein Blitzeinschlag? Zu Pulver zerrieben ist der Panzer dieses ausgestorbenen Riesenmonsters ein begehrtes Gewürz. Aha. Vielleicht braucht es irgendjemand. Gut, ich will jetzt die Schatzkiste da oben haben, verdammt. Wie komme ich denn da hin? Von der anderen Seite. Der trällert da schön weiter. Ja. Super. Doch gar nicht mal so doof. Boah, Gott sei Dank, ich dachte schon, ich fahre jetzt runter. So, einen Runenring. Sehr schön. Den können wir doch mal ausrüsten. Und zwar den Rang 1 Soldat.
Ein Runenring. Erhöht die magische Resistenz um 10%. Ja, hau drauf. Ach, da kann sie sich wieder nicht festhalten. Interessant. So, dann gehen wir jetzt wieder mal hier weiter und dann nach oben. So, der muss doch irgendwo noch diese Zahlen sein. Was war jetzt das für ein Geräusch? Hotelpage. There have been so many frightening incidents around here. What with the children of Etro and the Shadow Hunter? What are they after? Luxarian is the divine city of light, not darkness. Ach nee, da ist schon wieder eine. Another lookalike. But why are they killing innocents? Why don't they just come for me instead? They could be trying to force you into making a mistake. These girls are just the bait, intended to lure you into a trap. Maybe it is a trap. But I still have to do something. Another one will be killed tonight. I'm starting to think we should just take these Etro fanatics head on. I hate to say it, but I agree. And the best way to do that is to infiltrate their rites. You've got to find the code by tonight. Then you'll be able to crash their party. Gut, ich muss den Code halt unbedingt finden. The victim was a devout believer in God and a dedicated member of the Order. I knew her when she was alive. She was a fixture in our neighborhood, always out on the streets, spreading the word of God. The victim was famous throughout the city. So devout was she, some believed she was the savior. She was killed because of her beliefs, I'm sure. There's no limit to the heretic's perfidy. Okay. Verdammt. Was könnten die ganzen Nummern sein? Will you be taking a room? Oh, Herbergen. TP im Tausch gegen Zeit heilen. Beim Rast in Herbergen werden deine TP vollständig geheilt. Du kannst selbst festlegen, wie lange du dich ausruhen willst. Da du jeden Morgen in der Arche gerufen wirst, kannst du jedoch nur bis maximal 6 Uhr in einer Herberge verweilen. Beachte ferner beim Festlegen deiner Ruhestunden, dass die kostbare Zeit auf Nova Crisalia weiterhin verstreicht. Alles klar. Wow. Wir sind immer hier, um dich zu begrüßen. Gut, dann machen wir mal hier weiter. Ach, schau an, was haben wir denn hier? So, und Krafthieb. Oh, das ging ja jetzt schnell. So, ein zerrissenes Leder. Gut, weiter auf der Suche nach diesen Zahlen. So, hier kommen wir durch, das ist schon mal gut. Ah, okay, wo sind wir jetzt hier? Hier sind wir. Da sind wir, okay. Gut, da gehen wir durch. Gut, da erwarten uns Gegner. Und zack. Perfekt. Und Krafthieb. Oh yeah. Not a bad victory. Ha, perfekt. Ein weiteres zerrissenes Leder. Schön, schön. Ah, ich hatte rechts unten links sieht man es. Die EP werden mit der Zeit aufgefüllt. Mit der Zeit ist wiederum. Gut gesagt. You disgust me. Los, verschwinde, du Gremlin! Oh! Was haben wir denn da bekommen? Einen Kristall? Eis, Stufe 1. Sehr schön. So, geht's mal hier weiter. Ah, ein Hündchen. Mal schauen, wie stark bist du? So, Angriff. So, Eis. Und nochmal, komm schon.
Blitz. So, du hast noch nichts. Ha! Oh yeah! Gut geblockt und gut gekontert. Einen Reißzahn, sehr schön. So, hier sind jetzt wieder doch noch Gegner. Ja, oder auch nicht. Keine Ahnung, was das jetzt wieder für... Ja, nie. Gut, in dem Stadtteil waren wir jetzt noch nicht. Das ist schon mal positiv. Oh, schön. Gut, das kennen wir schon. Was ist eigentlich mit dir? What's this? One of the faithful, are you? This cathedral here is the home to our precious saint. Aha, gut, da gehen wir noch nicht rein. Oder gehen wir da rein? Ach, keine Ahnung, gehen wir einfach mal hin. Excuse me, is this the right way to the cathedral? Doch, hier geht's zur Kathedrale. Da gehe ich aber jetzt noch nicht rein. Meine Güte, wo sind denn die Zahlen? Ich verstehe es nicht. Bin ich blind für sowas? Get your freshly baked muffins here. Reading that journal. So, da noch eine Schatztruhe. Lila Amulett. Schön. Ach, ist ja geil. Ist ja cool, der singt die Musik aus 13.2 noch. Wo wir am Strand von Neo Bodum waren. Ist ja schön. Immer ein paar kleine Gimmicks. So, auch eine Schneiderin. Schau an. Thank you for visiting. So, was gibt's denn bei dir? Kalte Rebellion, Schönheitsspange, Passionsspange, Liebesspange, Spaßspange, Draufgängerbrille und die grüne Brille. Mhm, okay, nicht schlecht. Gut, können wir uns aber nicht leisten, weil wir noch arm sind. Ja, ja, ich komme irgendwann mal wieder vorbei. So. Obsthändler, Gemüsehändler. Okay. Step right up. What do you have? Okay. Thanks as always. Welcome. Eine Mandragora-Wurzel für 400 kaufen? Ja, kaufen wir es mal. Vielleicht gibt es wieder ein paar Tipps. Oh, I see you didn't just wander in here by accident, did you? Not everyone knows what this is used for. You must know your stuff. Thank you very much. Na, toll. Gut, das ist wieder ein Rezeptionist. Oh, schau an, eine Leiter. Hm. Ah, da geht's ja auch noch dahin. Meine Güte. Alles verzweigt. Und verschachtelt. I was talking to someone who claimed they saw a mysterious light shining ghostly inside the graveyard outside of town. It was like ghost fire. Okay. Gut, ist jetzt hier der Südbahnhof? Oder wie? Gleise Südbahnhof, genau.
Was gibt's hier? Sehr viele Leute. Und wo geht's hier hin? Oh, ein Kätzchen. Das wir nicht. So. Und kreativ. Wie, du lebst noch. So, komm her. Und angreifen. Gut, der Kampf wäre auch erledigt. Ein Nieblatt verknäulen. Dum, da, da, dum. Kätzchen? Kätzchen! Ich kann es nicht ansprechen. Ja, meine Güte. Oh! Was ist denn das für eine lilane Schrift? Den schauen wir uns doch mal an. Wenn es mit Verbinden fertig ist. Na komm. So. Willkommen in Outworld. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Outworld-Feature aktiviert. Hier ein kleines Dankeschön. Halte Ausschau nach weiteren offiziellen Updates von Lightning Returns Final Fantasy 13. Ein Heiltrank für 360 Gil. Ja, nee. Und davon abgesehen, dass ich überhaupt nicht einmal irgendwie das Geld dazu habe. Aber gut. Ja, toll. Ich will das Souvenir jetzt gar nicht kaufen. Ich kann es gar nicht kaufen. Was? Neue Outworld? Was war das jetzt? Oh, Premium. Outworld Premium Dekor. Tomberry. Cool. Geil. Ist ja cool. Und was genau ist das jetzt? Dekor Tomberry. Nein, ist ja geil. Ha. Das sitzt sogar hier draußen drauf. Ha, cool. So, da gibt es eine Schatzkiste. Schutzfäustling. Yeah. Schutzfäustlinge, Kampfgarnituren. So, resistent um 10%. Machen wir mal physische Resistenz. Genau, hier haben wir das. Okay. Gut. Gut, gut. Dann, hier gibt es anscheinend auch keine Zahl. Verdammt. Oh, was haben wir denn hier? Eine Mithril-Medaille. Was zur Hölle? Wo kommst denn du her? Na komm schon. Und tschüss. So, ein Nieblatt-Fellknäuel. Wunderbar. Ich kann die Katze nicht ansprechen. Mann. Doof. So, dann mal hier hinten schauen. Moment. Ach, ja, toll. Gut, dann gehen wir jetzt da runter. Wo könnten denn die Zahlen sein? Mann, gibt's denn mal irgendwo Hinweise? Du gibst keine? Schade. Puh, ich bin langsam echt überfragt. Da ist eine Krämerin. Ein Ausstatter. Was bietest du denn an? Ah, du bietest also ein paar Kostüme an. Und Hüte. Toll. Jo, jo.
Gut, dann speichern wir mal ganz kurz. Zack. Und zack. So. Boah, wo könnte es denn noch irgendwo eine Zahl geben? Oh Mann, ich bin voll überfragt. Ach, schau an, da hinten ist ja eine. Und eine Schatzkiste, die verschlossen ist. Should I tell someone or should I just mind my own business? Sag's mir. Oh, I didn't know anyone was here. I was just talking to myself. See, I have a conundrum. It's about a girl. Isn't it always? Yeah, but this one, she might be in trouble. It's not what you're thinking. I mean, it's not like she's even my friend, really. I barely know her. Erzähl weiter. Yeah, I should leave it alone. I don't want to involve myself in anything dangerous. I'll probably end up regretting it if I do. Should I tell some? Jetzt erzähl's. Oh, I didn't know. Gut, dann halt nicht. Meine Güte. So, eine weitere Zahl. Perfekt. 9. Wunderbar. Fehlen nur noch 2. We have 2 of the numbers. Halfway there. I've got to collect them by tonight and get into that ceremony. If I don't, another soul will be lost forever. Noel! Was? What is it? I don't know. Felt like someone was watching me. Someone I know. Ja, ich glaube mittlerweile weiß jeder hier, wer das war. Eine sehr bekannte Person. Ach, schau an. Ist die auch schon wieder da. Miss Mighty Savior, what can I do for you on this fine day? So, flauschige Freund haben wir da schon alle. Nein, da brauchen wir noch 4 und Glasfasern haben wir jetzt 1 von 3 und das haben wir noch gar nicht. Gut, dann eben nicht. Ja, lass mich in Ruhe. Die hört nicht mehr auf, unglaublich. Hey, was mit dir? I'm collecting donations on behalf of the order. We ask that every true believer gives 100 gil to God. Ich hab zwar wenig Geld, aber ja, komm. Bless you. May the Savior free your soul. Was, das war's? Willst mich verarschen? Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Spezielles. Collecting donations on. We ask that. Ach ja, jetzt wird 300, ja. May God protect you. Gut, wenn ich genug Geld habe, dann kommt bestimmt irgendwas Gutes raus, wenn ich den 10 mal was spende oder so, keine Ahnung. Ja. Meine Güte. So, wir sind jetzt hier. Gut, dann hier, dann da. Na gut, gehen wir mal geradeaus. Heps. Alles klar. So, stellt sich nur die Frage, wo diese 2 anderen Ziffern sind. Ach, na, super. So, mal schnell dahin laufen. Und hups. Ha, wunderbar. Einen Gummiball. Und zack. So. Wo geht's denn hier lang?
So, einfach mal da lang gehen. Ach, da ist der Robin wieder, von vorhin. Überall stehen Koffern rum, unglaublich. Wo geht's hier lang? Ah, ein Kampf, sehr schön. Perfekt. So, und Krafthieb. Gut, das ging ja recht zügig. Einmal Eis. Wunderbar. Hier sieht's verdächtig aus. Hier ist doch bestimmt irgendwo eine Zahl, oder? Na komm, da muss irgendwo eine Zahl sein. Es geht gar nicht anders. Nichts. Oh Mann. Wow, schon 3:45, verdammt. Ein Gegner. Perfekt. Und Krafthieb. Tja, der Krafthieb hat's in sich. Ein zerrissenes Leder. Ich glaube, jetzt haben wir doch bald die 6 Stück, oder? Ach, jetzt sind wir hier. Wieder. Okay. Und was haben wir denn hier? Eine weitere Medaille? Ja, eine Bronzemedaille. Na gut, dann gehen wir mal da weiter zurück. Wieder, wo wir schon einmal waren. Oder... Ja gut, wenn ich die Karte aufrufe, dann bleibt also die Zeit stehen. Das ist schon mal von Vorteil. Wir gehen jetzt mal in diesen heiligen Bezirk und zur Kathedrale. Oder zum Glockenturm. The ritual starts after night falls. You still have 2 more numbers to find. Ja, ich weiß. Wie? Mann, ich konnte nicht nur angreifen, wenn die Ausdauer weg ist. Gut zu wissen. Gut, ein zerrissenes Leder. Okay, muss ich mir merken, wenn die Ausdauer weg ist, kann ich auch nicht angreifen. Oh nein. Nein, 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 da gehe ich nicht hin. So, wo komme ich jetzt da zurück zu diesem einen Turm? So, jetzt bin ich hier. Aha, da gibt es eine kleine hintere Gasse. Mit einem Schatz. Schau an. So, was haben wir denn? Blocken Stufe 2. Schön. Gut, dann hier. Genau, da. Nein, wo? Hä? Da vorne lang. So, dann hier rüber. Glockenturm, heiliger Bezirk. Da muss es doch bestimmt irgendwo eine Ziffer geben. Was ist denn das? Glockenturm. Der Bau dieses Heiligtums wurde durch Spenden frommer Bürger finanziert. Bis die Welt vollständig in Chaos versinkt, soll er den Menschen ein Gefühl von Zeit und Sicherheit schenken.
Ah. Schon dreiviertel vier. Was? Schon dreiviertel vier? Verdammt! Die Zeit vergeht viel zu schnell. Warte mal. Jetzt probieren wir mal was aus. Wo war das? EP-Fertigkeiten. Kronos ist da. Ja. Das verwenden wir jetzt mal. Haha. Die Zeit wurde eingefroren. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal hier rein. Vielleicht ist hier irgendwo eine Zahl. Was gibt es hier Schönes? Ein Schlüssel, auch hier also, interessant. Warte, wie lange hat das offen hier? 6 bis 22 Uhr, dann ist zu. Neue Daten. Orte und Einrichtungen. Die Kathedrale von Luxerion. Als würde sie die Menschen an die Macht Gottes erinnern wollen, überragt sie die geweihte Stadt des Lichtes in all ihrer Herrlichkeit. Die Kathedrale Luxerions, Hauptquartier des Ordens der Erlösung. Tagsüber füllen Pilger aus nah und fern den Altarraum, um der Predigt der Hohepriesterin zu lauschen und zu beten. Viele von ihnen erhoffen sich auch einen Blick auf die Gepriesene, die geheimnisvolle Heilige, die tief im Inneren der Kathedrale lebt. Doch gesehen hat sie bis zum heutigen Tage kaum jemand. Unter der Kathedrale liegt die Halle der Sakralen, wo am letzten Tag der Welt eine heilige Zeremonie abgehalten werden soll. Der Zutritt ist nur wenigen Auserwählten des Ordens gestattet. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, hier speichern wir mal wieder. Zack. Und zack. Und dann sind wir auch schon wieder über 30 Minuten, das ist ja erstaunlich. So. Also, dann bedanke ich mich mal fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge hier wieder bei der Kathedrale von Luxerion. Also, bis dann Leute und ciao!